Friedberg bei Augsburg. An der engsten Stelle der Ortseinfahrt wurde kurz vor Ende des Krieges eine Panzersperre aus Baumstämmen errichtet. Der Volkssturm und die SS versuchten mit letzten Mitteln, die heranrückenden amerikanischen Einheiten aufzuhalten. So wie auch in vielen anderen Ortschaften Bayerns. Doch in Friedberg passierte etwas Besonderes. Im Stadtarchiv gibt es zwei einzigartige Dokumente, die zeigen, wie die Frauen der Stadt die Sperren abbauten. Für die Historikerin Dr. Nicola Becker und Frank Büschel, den Leiter der Kulturabteilung, sind die Bilder ein wertvoller Beweis. Es war an einem Freitag, es war kurz vor einem großen Gewitter am 27. April. Und da sieht man wunderbar, wie die Damen, die Frauen dort am Werk sind, wie einige Männer außen rumstehen, das beobachten. Die waren selber in großer Gefahr, erschossen zu werden von der SS. Und ich denke, das ist ganz wichtig für uns, um unser Stadtgedächtnis am Leben zu halten. Der Fotograf scheint die Fotos im Geheimen aufgenommen zu haben. Die Anspannung ist spürbar. Frank Büschel versucht herauszufinden, was damals genau vor sich ging. Die wohl letzte Zeitzeugin des Geschehens, Annie Altmann, erinnert sich noch gut an den Tag im April 1945. Schauen Sie, das zeige ich Ihnen jetzt. Das, ja, von dem habe ich vorher das, gesprochen. Ja, das sind die Bilder. Also da, das waren immer so zwischen 30, 35, also Frauen, ja, wo gearbeitet haben. Das sind auch junge Damen oder Mädchen auch sogar, ja? Es waren hauptsächlich also Frauen, die wo also nicht in der Arbeit waren. Ja, ja. Wo sind Sie da gestanden oder von wo aus haben Sie das gesehen? Von hier oben oder weiter unten? Ja, ich bin schon ein Stück runter und habe dann ein bisschen damit gearbeitet. Und haben eigentlich auch den Blick dann gehabt, ja, letztendlich. Ja, ich bin da reingelaufen und habe mitgeholfen bei den Holzblock da zum Rausziehen. Ja, und dann bin ich halt zu der Kuh auch hier und habe die auch mit. Und die habt ihr dann geführt. Wahnsinn. Weil den Frauen schließlich die Kraft fehlte, die schweren Baumstämme, die in den Boden gerammt waren, zu entfernen, hatten sie sogar zwei Kühe einer benachbarten Bäuerin zu Hilfe geholt. Und die Männer? Die Männer waren schon rumgestanden, stiegelweide weg. Die haben ja nicht herstehen dürfen zu uns, dass sie uns Tipp gegeben hätten. Sonst hat sofort die SS mit dem Gewehr droht zum Schießen. Währenddessen am anderen Ende der Stadt. Hier gab es noch eine zweite Panzersperre. Um sie zu errichten, wurden in den letzten Kriegstagen sogar die Bäume der Allee zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh gefällt. Den Abbau dieser Sperre erlebte Jakob Huber. Er war damals ein kleiner Junge. Meine Mutter und ich, wir sind hier vorbeigekommen, da waren vielleicht 5, 6 Frauen hier am Arbeiten. Meine Mutter hat sich sofort dazugestellt und hat mitgearbeitet. Ich war dann als Zuschauer mit dabei. Ich konnte dann sehen, wie auf der Gegenseite SS-Truppen, Leute mit Maschinengewehren standen und die Leute bedroht haben, auch die Frauen, sie sollen weggehen, sollen das aufhören, sollen nicht weitermachen, haben aber dann nicht eingegriffen. Das Wetter wurde dann sehr schlecht, es hat zum Regnen angefangen, war kalt. Daraufhin ist meine Mutter mit mir heimgegangen. Sie hat Werkzeug geholt und ist wieder zurück. Und anscheinend hat sie sich dann beim Arbeiten sehr überanstrengt und wurde anschließend sehr, sehr krank und lag lange im Krankenhaus. Aber sie hat das nie bereut. Sie hat gesagt, dafür haben wir alles getan, dass wir das Zeug weggebracht haben. 2005, zum 60. Gedenken, lebten noch 7 der tapferen Frauen von Friedberg. Inzwischen werden es immer weniger, die die letzten aufregenden Tage des Krieges miterlebt haben. Frank Büschel ist auf dem Weg zu Anna Wolferseder. Sie war allerdings nicht beim Abbau der Sperren dabei. Ihr Erlebnis gab sie ein paar Jahre nach dem Krieg einem Amtmann der Stadt zu Protokoll. 64 Jahre. Da sind Sie zur Stadt rauf, oder? In die Verwaltung? Die haben mich kommen lassen. Ja, und haben gesagt, sie möchten das festhalten. Ja. Und haben mir da die ganzen Unterlagen gezeigt, wo sie haben. Die heute 94-Jährige lebte damals mit ihren Eltern unterhalb des Friedberger Berges. Sie war 24 Jahre alt. Ich hätte den Rotkreuzdienst gehabt, war angezogen und dann hat das Telefon geläutet. Dann bin ich hingegangen,
Und da war der Bürgermeister am Telefon und hat gesagt, sie, stimmt das, sind da schon die Amerikaner vor ihrem Haus? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nichts. Ich habe ja auch nichts gesehen, ich habe ja gar nicht Obacht gegeben. Aber warten Sie, habe ich gesagt, ich schaue. Und dann ist er am Telefon geblieben und dann habe ich geschaut und habe gesagt, sie, da rührt sich was davon. In der Friedberger Straße rückten amerikanische GIs an. Ein Erkundungstrupp. Von Baum zu Baum, jeder hat ein Gewehr von da, so eine Pistole oder was das war, von dort gehabt. Dann sind sie wieder einen Schritt weiter von Augsburg raus sind die gekommen. Ich mir gar nicht auskennt und bin vorgegangen, hab gesagt, ja, was wollt denn ihr, habe ich gesagt, was soll denn das bedeuten? Der leitende Offizier forderte die kampflose Übergabe der Stadt. Anna Wolfers-Eder begann zwischen ihm und dem Rathaus in der Oberstadt telefonisch zu vermitteln. Doch der Bürgermeister wollte sich nicht ergeben. Der Soldat wurde ungeduldig. Da hat er eben gesagt, er kann nicht mehr warten und sie müssen Frippe zusammenschlagen. Dann ist das Gebettel losgegangen und ich hab nicht gewusst, kann ich Italienisch oder kann ich Französisch oder Russisch. Ich muss einen Schwanz zusammengeredet haben und dabei hat sie dann später rausgestellt, dass der genauso gut Deutsch kennt hat wie ich. Schließlich erschienen doch die angeforderten Parlamentäre mit weißer Flagge. Und wir sind dann vom Berg runtergekommen sind, die Kurve, die sind im Trab runter, gell? Eine Fahne in der Hand. Und dann war es, eine Million Kilo sind auch da von mir weggefallen, gell. Jetzt, und noch was aus bei mir. Am Samstag, den 28. April, war für Friedberg der Krieg zu Ende. Anni Altmann konnte beobachten, wie die Amerikaner ohne Blutvergießen einmarschierten. Den damaligen Bürgermeister, glaube ich, haben sie dann gleich abgeführt. Und wir sind ja heimgegangen, weil es ja geheißen hat, also es kommt eine Sperre. Und wer noch auf der Straße ist, wird halt gefangen genommen oder eben. Oder mehr noch. Und da ist man heim und dann bist du am nächsten Tag, halt dann, das war der Sonntag dann. Also am Samstag abends um 6 ist der Arme über den Berg rauf. Und am Sonntag haben wir 2 Stunden Vormittag Ausgang gehabt für die Kirche. Und da bist du halt in Kirchennähe. Anna Wolfers-Eder hatte noch lang nach dem Krieg Briefkontakt zu ihrem GI. Also, da war so viel Glück dabei, dass der Offizier so ein netter Mann war. Wenn der nicht die Geduld gehabt hätte, was bin ich für die? Was ist Friedberg für die? Die hauen das zusammen und fertig, gell? Oft sind es nur Momente, die Menschen zu Helden machen. In Friedberg waren es 2 Tage, die für immer im Stadtgedächtnis bleiben. Die Tage, als die mutigen Frauen ihre Heimat vor der Zerstörung retteten.